schönen guten Abend beim Sport am Infokanal der Firma Expert Kern. Wir berichten heute über das letzte Meisterschaftsspiel der Union Einkaufsstadt Rohrbach-Berg in der Regionalliga Mitte. Es war ein Spiel der 11. Runde, welches am vergangenen Samstag ausgetragen wurde. Gegner war der Tabellenführer SK Sparkasse Eintracht Wels. Vor dem Spiel haben wir noch zwei Interviews geführt. Eines mit dem Manager und Kassier der Union SK Rohrbach-Berg und eines mit dem im Sommer neu dazugekommenen Torhüter Gerd Galleitner. Ich habe jetzt den Manager der Union Einkaufsstadt Rohrbach-Berg, den Willi Grimms, bei mir. Willi, es sind jetzt 9 Runden für unsere Mannschaft in der Regionalliga Mitte gespielt. Was ziehst du für Bilanz nach diesen 9 Spielen? Wie ist die Perspektive für das restliche Herbstprogramm? Ja, ein Resümee zu ziehen ist jetzt vielleicht noch ein bisschen zu früh. Die Erwartungen waren von mir persönlich so, dass wir bis zum Eintracht-Wels-Spiel 14 Punkte haben. Das ist leider nicht eingetroffen aufgrund von verschiedenen Faktoren, Verletzungen, und natürlich haben wir gesehen, dass die Regionalliga sicher eine starke Gruppe ist, und natürlich wir, darf man nicht vergessen, vor 3 Jahren noch in der zweiten Landesliga gespielt haben, aber trotzdem summa summarum bin ich zufrieden, und wenn wir so zwischen 7 und 10 am Ende drinnen sind, glaube ich, werden wir, ist das ein richtiger Platz für uns. Man muss einfach die Kirche im Dorf lassen, und ich glaube, wenn man objektiv betrachtet, haben wir uns bei den letzten Spielen sehr gut aus dem spielerischen Potenzial, haben wir das Beste draus gemacht, aber es wird sicher im Frühjahr noch ein hartes Stück Arbeit werden, dass wir den Klassenhalt schaffen, aber ich glaube, wir haben immer wieder im Frühjahr eine gute Saison, eine gute Vorbereitung in Zypern, und ich glaube, unser Trainer Engleder Gerhard wird die Mannschaft wieder toll einstellen, und ich hoffe mir auch vom heutigen Spiel insgeheim, will ich nicht von einem Sieg sprechen, aber ein Punkt müsste drinnen sein, weil die Burschen sicher gegen Eintracht Wels motiviert sind. Für einen Manager hast du wahrscheinlich nach jedem Spiel Bilanz zu ziehen, sowohl im wirtschaftlichen Bereich, aber auch Bilanz zu ziehen. Wir haben die Neuerwerbungen eingeschlagen. Bei den Spielen haben wir ja zu Hause erst die Hälfte erreicht, weil wir haben nur 3 Heimspiele vor uns. Bei den Spielern sieht man schon ein wenig mehr dazu. Kannst du auf diesen 2 Ebenen jetzt deine Erfahrungen sagen? Bist du zufrieden, oder war da oder in einem anderen Bereich vielleicht noch etwas mehr drinnen? Ja, bezüglich den Heimspielen bin ich sehr zufrieden. Wir haben noch kein Spiel verloren. Zu den Neuerwerbungen hat es natürlich bei den anderen oder einen noch Anlaufschwierigkeiten gegeben. Bezüglich Danny König, den ich ja engagiert habe von FC Passau, war ich nicht ganz zufrieden und bin auch noch nicht ganz zufrieden. Aber man muss ein bisschen zuwarten. Das Gefüge der Mannschaft muss er natürlich einmal kennenlernen. Und ja, im Großen und Ganzen mit Sturm Gerald und den anderen Neuerwerbungen passen vor allem einmal charakterlich hinein in die Mannschaft. Aber gut, es kann nur besser werden. Und wirtschaftlich ist es natürlich schon auch ein hartes Stück. Wir haben beim letzten Heimspiel an und für sich nur 400 Zuschauer gehabt, die inklusive Dauerkarten. Und wir haben doch eine Budgeterstellung gehabt mit 500, 600 Zuschauern. Und da geht es momentan ein bisschen in der Kasse, ein bisschen leer zu. Aber ich glaube, mit unseren Veranstaltungen im Mühlviertler Cup und mit den Sponsoren im Rücken werden wir sicher dann Ende der Saison pari aussteigen. Und wir sind ja kein Sparverein. Wir wollen den Spielern ein gutes Umfeld schaffen, und natürlich, das kostet Geld, die Busfahrten, das Essen und alles. Aber ich bin an und für sich mit dem Budget momentan zufrieden. Und wir haben ja noch 2 Heimspiele noch heute, Wolfsberg und das Nachtragsspiel. Also ich glaube, wenn wir heute eine gute Partie liefern, dann kommen die Zuschauer wieder zu uns ins Stadion. Und bezüglich Budget muss ich mir wirklich immer wieder sagen, wenn wir nicht so eine potente Wirtschaft im Rücken hätten, die wirklich ein Jahresbudget garantieren, das ohne Bauchweh an und für sich erstellt werden kann. Wie gesagt, einen schönen Dank an die Firmen.
Ja, wenn das heutige Spiel gegen den Tabellenführer Eintracht Wels erfolgreich verläuft, wäre es ja theoretisch sogar möglich, dass wir bei den letzten zwei Spielen auch jetzt mal gegen den Tabellenführer spielen. Das wäre natürlich eine super Sache, weil da bin ich überzeugt, da haben wir eine tolle Presse und natürlich auch wahrscheinlich die entsprechenden Zuschauer da. Vielleicht noch ein Wort zum heutigen Spiel, ein Ergebnistipp. Willi, auf welche Ergebnistipps da und vielleicht auch noch, mit wie vielen Punkten glaubst du, beschließen wir die Herbstmeisterschaft? Ja, zum heutigen Spiel, ich bin natürlich immer Optimist, ob das im wirtschaftlichen Bereich ist oder jetzt auch im privaten, beruflichen Bereich. Ich bin immer Optimist und ich hoffe, dass wir heute, es wird eine ganz knappe Partie, 3-2 werden wir gewinnen und wir werden die Meisterschaft mit 15, 16 Punkten werden wir abschließen und das ist, glaube ich, dann nicht schlecht, wenn wir so circa am 7., 8. Platz stehen würden, würde das für unsere Mannschaft und für den Verein natürlich ganz toll sein. Ja, nachdem du den privaten Bereich angesprochen hast, ein Satz vielleicht auch nur zu deiner Veränderung, zu der beruflichen Veränderung, weil ich glaube, dass viele Zuschauer in Röbach interessiert. Wie geht es jetzt in Willi Grimms, nachdem man nicht mehr bei der Firma Zentralsport Niedersüßes, sondern sich ein neues Betätigungsfeld gesucht hat? Kannst du das kurz vorstellen und wie schaut das Programm, das Arbeitsprogramm jetzt da für dich aus? Ja, ist natürlich ein bisschen mit Wehmut, wenn ich Montag nach Tirol, Vorarlberg, Salzburg und Osttirol fahre, wo ich mein Gebiet habe, dann muss ich schon sagen, es geht mir schon einfach die gesamte Vereinsarbeit ab, weil ich doch jeden Tag am Sportplatz war und da muss ich halt ab und zu anrufen, aber jetzt steht einmal im Vordergrund meine berufliche Karriere und die schaut jetzt momentan ganz gut aus. Ich komme sehr gut an bei den Geschäften und mache auch sehr gute Umsätze und die Leute spüren, dass ich wirklich vom Fußball einiges verstehe, aber es ist auch noch ein Lernprozess für mich, aber ich habe eine ganz große Freude mit diesem neuen Job und wird man sehen, wie das dann natürlich in dieser wirtschaftlichen Situation ist, es beinhart in diesem Geschäft und es ist ein reiner Verdrängungswettbewerb, aber ich glaube, wer mich kennt, ich werde bei jeder Aufgabe 100% Einsatz haben und die Firma merkt schon, dass da im Westen von Österreich einiges weitergeht. Und ich bin sehr zufrieden momentan. Die Firma Umbro ist ja ein super Produkt und das ist ja das Wichtigste. Und auch das Umfeld stimmt. Und wie gesagt, ich bin sehr zufrieden momentan. Ja, Gott sei Dank hast du die Firma erwähnt. Wir sind ja doch ein Lokalsend, also brauchen wir da nicht so stark Rücksicht zu nehmen. Kannst du die Firma Umbro überhaupt vorstellen? Was erzeugt die, was verkauft die für die Zuschauer, die nicht so beim Fußball daheim sind? Und was hat Rohrbach Berg für Beziehung zur Firma Umbro? Ja, natürlich. Die Firma Umbro, der Firmensitz ist in Manchester. Dort wird die ganze Ware ausgeliefert. Dann das Büro ist für Luxemburg, Deutschland und Österreich in Passau. Und die Firma Umbro ist ein reiner Fußballausstatter, der einzige auf der Welt. Wir haben keine anderen Sparten, so wie Tennis oder wie gesagt Adidas oder andere Marken haben ja ein breites Spektrum an verschiedenen Sportarten, die sie ausrüsten. Und die Firma Umbro ist natürlich eine ganz renommierte Fußballfirma. Sie sponsert zum Beispiel Brasilien, Manchester United, Schottland, Inter Mailand und seit neuem natürlich aufgrund meines Engagements bei Umbro spielt natürlich auch die Union Einkaufsstadt Rohrbach-Berg auf den wunderschönen Dressen von Umbro. Nicht nur wunderschön, sondern auch wirklich funktionelle Fußballbekleidung vom Schuh bis zum Kopf. Und wie gesagt, mit diesem Produkt wird Rohrbach, unser Club, noch sehr viel Freude haben. Es wird dann ab Februar dann wirklich einen Sponsorvertrag geben. Und wie gesagt, wir werden in der Zukunft auf Umbro spielen. Ja, zu der Firma Umbro ist zum Sagen, wir sind momentan am Weltmarkt an dritter Stelle im Fußballbereich und wir erhoffen uns bis zum Jahr 2002 gerade im mitteleuropäischen Raum die Nummer 2 hinter Adidas zu werden. Und natürlich bedarf das noch ein hartes Stück Arbeit, aber die Geschäftsleitung und ich bin zuversichtlich, dass wir dann im Jahr 2002, wo wir unser Ziel gesteckt haben, die Nummer 2 auf der Welt sind und in Europa auch. Ja, da haben wir einiges erfahren. Ich bedanke mich für das Gespräch und wünsche dir in der Kombination Fußball, Sport in Rohrbach und beruflicher Werdegang viel Erfolg. Ich hoffe, dass die Ziele aufgehen, die du da gesteckt hast. Dankeschön fürs Gespräch nochmal.
Millionen-Einkaufsstadt Rohrbach-Berg hat im Sommer einen neuen Torhüter verpflichtet. Ich glaube, er ist aus dem Grund zu uns gekommen, weil er muss die Alterslücke schließen zwischen den ganz jungen Talente und durch den schon älteren und sehr erfahrenen Václav Miksicek. Es ist der Gerhard Galleitner. Galli mit Spitznamen, wenn er allgemein gerufen wird. Und ich bitte, dass er sich unseren Zuschauern ein wenig vorstellt jetzt. Ja, ich bin Galleitner Gerhard. Die meisten kennen mich eh. Viele sagen Galle, die anderen sagen Galle, ist egal wie. Und ja, jetzt habe ich 2 Jahre in Linz gespielt. Und mich freut es, dass ich in Rohrbach sein kann jetzt. Und ich hoffe, dass bei dir und das auch. Wenn wir sehen, die letzten 2 Spiele sind von meiner Sicht her nicht so schlecht gewesen und ich hoffe, dass ich heute anknüpfen kann an die Sache. Was waren die Beweggründe für dich, nach Rohrbach zu gehen? Du hast ja vorher bei Austria der Park gespielt, hast aber, glaube ich, immer alten Fällen gehört. Und du müsstest dir vielleicht ein wenig den Zuschauern ein wenig vorstellen, deinen sportlichen Werdegang vor allem einmal. Ja, ich habe in allen Fällen angefangen, lange Zeit in allen Fällen gespielt, 2 Mal aufgestiegen, das ist eigentlich das Größte bis jetzt. Und dann, ja, dann waren die neuen Fälle einfach die angestiegen damit. Und dann sind einfach die zum Aufstieg, die war der Ehrgeiz zu wenig. Und ich wollte einfach mehr haben. Und jetzt habe ich es probiert in Linz 2 Jahre. Und ja, es ist zwar gut gegangen, aber leider habe ich einen Trainer gehabt, der was nicht auf meiner Seite gestanden ist. Ich habe zwar alles gegeben, aber es hat nicht sein wollen. Ja. Und dann ist eben die Anfrage gekommen von Rohrbach, wie es ausschaut. Und indem dass ich immer aufgestrebt habe, habe ich gesagt, okay, das sportliche Ziel ist für mich einfach, ich will höher auf und so weit es geht. Und ich glaube, ich muss sagen, mir taugt es irrsinnig momentan in Rohrbach. Das sportliche haut auch hin, ja. Das Umfeld passt optimal, ja. Ich muss sagen, und das, ich konnte mir es weiterhin vorstellen in Rohrbach. Mein Ziel ist immer nur weiter auf, aber momentan muss ich mich mit zufrieden geben mit dem, wo wir jetzt sind. Es wird schwierig, da haben wir uns wahrscheinlich, ich hoffe, dass wir sich holen können. Aber werden wir sehen. Kannst du dir überhaupt ein wenig vorstellen, wie alt du bist, was du für einen Beruf hast, wie es privat ausschaut, wo du daheim bist, dass unsere Zuschauer dich ein wenig einordnen können? Ja, daheim bin ich in Neufeln. Arbeiten du in Kirchberg und Beruf ist Tischler, stressig und alt bin ich, ja, ein paar Jahre hinter dem Mixi-Check und so alt das aber lieber nicht, nein, 31 ist, ich habe noch ein paar Jahre vor mir und ich möchte schauen, dass ich die sportlich gesehen mit Erfolg abschließen kann, das Ganze. Wobei zum Alter dazu sagen möchte, das Alter ist bei einem Torhüter nie so wesentlich wie vielleicht bei einem Feldspieler. Man sieht ja, die guten Torleute sind alle über 30, ganz wurscht wer das ist, ob das der Konsl ist oder wenn ich an die Legenden im Torhüterbereich zurückdenke. Und ich glaube, du hast sogar noch eine relativ lange Karriere vor dir. Zum heutigen Spiel, Rohrbach-Berg spielt heute gegen den Tabellenführer Eintracht Wels. Was erwartest du vor dem Spiel und auf welche Ergebnis tippst du? Ja, ich bin persönlich übermotiviert, muss ich schon so fast sagen, weil ich will das Beste geben. Ergebnis, ja, es ist schwierig. Wir springen in den Ersten, jeder ist voll motiviert, jeder beißt. Also ich tippe eher auf einen knappen Sieg und hoffe, es geht auf. Du hast ja die ersten Spiele von heraußen beobachtet. In den letzten 2 Spielen hast du es von hinten angeschaut, schon von der Torhüterposition aus. Wo glaubst du, fällt es eigentlich Rohrbach, dass wir vielleicht die Punkte, die man sich insgeheim erträumt hat, noch nicht haben? Und was müssen wir da eigentlich tun oder wo müssen wir den Hebel ansetzen? Ich muss sagen, in Rohrbach sind irrsinnig gute Leute. Und ich glaube, dass wo der Punkt liegt, dass uns mir einfach zu wenig zutrauen. Wir sind zu ängstlich. Ich würde sagen, wir können weit mehr als was wir jetzt gesagt haben. Nur die Ausfälle sicher, sie sind schwer zu verkraften, aber es sind Ersatzleute da, die was das, die Lücken sicher stopfen können. Aber wir müssen sie einfach mehr zutrauen. Und wenn wir das einmal, wenn wir uns das trauen, dann bin ich sicher, dann können wir jeden schlagen.
Ja, dann hoffen wir, dass das Rezept dann vielleicht doch in die letzten Spiele im Herbst aufgeht. Die Mannschaften, die was jetzt nach Horbach kommen, liegen alle im obersten Tabellenbereich, also sind auf den ersten drei Plätze. Ich glaube, da ist vielleicht sogar ein wenig leichter, weil niemand erwartet sich unbedingt einen Sieg. Der Druck kann natürlich auch kommen, wenn man vielleicht nicht unbedingt Punkte macht, weil dann geht es gegen einen Abstieg. Aber ich hoffe, dass vielleicht heute schon eine kleine Überraschung gelingt und ich wünsche dir und der gesamten Mannschaft viel Erfolg. Hoffentlich geht es ein wenig aufwärts und bedanke mich für das Gespräch. Ja, und jetzt geht es wirklich los mit dem Bericht, mit der Zusammenfassung des Spitzenspiels in der Regionalliga Mitte zwischen dem Aufsteiger und der Sensationsmannschaft der letzten Jahre, Union Ecke Sorburg-Berg, und dem Tabellenführer in der Regionalliga Mitte, SK Sparkasse Eintracht Wels. Sorburg-Berg ist die Mannschaft in den grünen Leibchen, schwarzen Hosen. Ja, geleitet wurde das Spiel von Schiedsrichter Baumann. Und eine nette Geste der Welser Mannschaft, die mit einem Transparent eingelaufen ist. Wels, die Stadt grüßt Rohrbach. Das sollte auch eine positive Stimmung schaffen. Und hier die erste Chance für Rohrbach. Ja, es waren sicherlich alle überrascht. Zuschauer wie Spieler. Wir sehen diese Aktion des Torhüters aus Wels nochmals, Torhüter Meier. Manfred Stallinger attackiert und er spielt den Ball direkt zu Thomas Dohlhäubl. Aber leider kann der dieses Geschenk nicht annehmen und die Nummer 19 der Welser kann die Situation bereinigen. Jetzt ein Freistoß durch Herbert Zach, aber genau in die Hände des Torhüters. Jetzt Wels im Angriff, ein schöner Kopfball durch den Spitzenstürmer Bayer Zetovic und sein Kopfball geht knapp an der rechten Stange vorbei. Das war nach ungefähr 15 Spielminuten. Jetzt wieder ein Angriff der Welser. Durch der Galleitner war ein sicherer Schlussmann. Jetzt wieder ein Angriff der Welser. Und diese Attacke beendete der Schiedsrichter mit einem Freistoß weg, es war aber Berg. Klaus Schuster, erstmals nach längerer Verletzungspause wieder im Einsatz. Man merkt ihm aber an, dass die Kräfte noch nicht vorhanden waren. Aus dieser Szene ist nichts herausgekommen. Stefan Hartl kam nicht an den Ball. Stefan Hartl ist ein Leihspieler vom FC Linz. Stefan Hartl kommt aus Altenfelden, ein großes Talent, der eine Profikarriere anstrebt. Er hat bereits zweimal im Unter-21-Team gespielt. Jetzt Joe Kehrer. Ein schöner Pass, aber leider kann unser Kapitän Herbert Zach diesen Pass nicht annehmen. Wieder Joe Kehrer. Und Ernst Richtfeld kann diese große Chance leider nicht nützen. Wir sehen diese Aktion nochmals aus der Hintertorkamera, die von Hans Reisinger wieder perfekt geführt wurde. Ja, leider ist ihm der Ball zu weit weggesprungen und so konnte Torhüter Meier diese Chance zunichte machen.
Stefan Hartl zeigt hier sein Talent und viel Glück für Rohrbach Berg in dieser Situation. Schön gelupft, der Ball ging aber am Tor vorüber. Eckball. Ja, es war eine etwas umstrittene Situation. Schiedsrichter Baumann entschied aber auf Freistoß für Eintracht Wels. Viele Zuschauer haben es anders gesehen. Es war aber vielleicht nicht in jeder Situation ganz einfach zu pfeifen, denn das Wetter beeinträchtigte das Spiel. Der Freistoß brachte aber dann Gott sei Dank nichts ein. Ja, circa 800 Zuschauer waren bei diesem Spitzenspiel anwesend. Bei Schönwetter wären es wahrscheinlich über 1000 geworden. Und wieder eine große Chance für Ernst Richtsfeld. Und der Schiedsrichter entschied aber auf Abseits, weil es ihm der Linienrichter so angezeigt hatte. Wir zeigen Ihnen nochmals diese Aktion. Ernst Richtsfeld hier noch auf keinen Fall abseits. Und jetzt passen Sie ganz genau auf. Der Kopfball kam vom Welser Spieler. Also keine Aktion, die mit abseits entschieden hätte werden dürfen. Eine krasse Fehlentscheidung. Andererseits hat aber Ernst im ersten Versuch auch den Ball nicht richtig getroffen, hat aber dann gemerkt, dass der Linienrichter auf Abseits anzeigte und war auch dann im zweiten Versuch nicht mehr so konzentriert. Man sieht schon, wie er reklamiert. In dieser Situation hat also der Schiedsrichter-Trio schon das Spiel maßgeblich beeinflusst. Hier sehen wir diese Aktion aus der Hintertorposition. Ja, und damit hatte Rohrbach Berg eigentlich das Pulver verschossen. Das waren die besten Szenen, die Rohrbach Berg im gesamten Spiel hatte. Wieder ein Angriff der Welser. Und der Schiedsrichter pfeift zur Halbzeitpause. Nach 45 Minuten steht es 0:0 zwischen Eckes Rohrbach-Berg und Tabellenführer Eintracht Wels. Ja, in der Pause gab es wieder eine Präsentation von Autos, eine Präsentation der neuen Ford-Modelle der Firma Ransmeyer aus Rohrbach. Die Firmen des Rohrbacher Werbevereins als Hauptsponsor nützen auch diese Werbefläche bei den Heimspielen und präsentieren dabei ihre Produkte. Ja, der U14-Trainer Hermann Stallinger, der als Autoverkäufer bei Firma Ransmeyer tätig ist. Ja, und der Fanclub hat sich eine tolle Idee einfallen lassen. Er hat sich dem Autokorso angeschlossen. Und der Fanclub hofft schon, dieses Gefährt auch bei einem Treffer einsetzen zu können. Ja, die Zuschauer warten schon gespannt auf die zweite Halbzeit. Ihr Fans,
die unsere Mannschaft wieder tatkräftig unterstützt haben. Ja, hoffentlich sind das nicht die Geier, die schon über dem Spurplatz kreisen. Jetzt eine verunglückte Abwehr von Manfred Fuchs. Aber der Schuss wurde Gott sei Dank noch abgefälscht und der Eckball brachte dann nichts ein. Ja, und für diese Attacke erhält Manfred Stallinger von Schiedsrichter Baumann die gelbe Karte. Das war auch eine Fehlentscheidung. Unter den Zuschauern war jetzt auch die Abordnung des Stiftes Schlegels, Abt Magister Martin Fellhofer und Kämmerer Magister Markus Rubasch. Und dann in der 64. Spielminute tauscht Trainer Gerd Engleder Friedrich Blank und Markus Hirnschrott für Klaus Schuster und Joe Kehrer ein. Joe Kehrer war leider erkrankt ins Spiel gegangen und ihm hat die nötige Kraft für dieses Spiel auch gefehlt. Ja, viele Zuschauer standen auf den Bänken, um den richtigen Überblick sich zu verschaffen. Und jetzt der nächste Spielertausch in der 72. Minute. Für Manfred Stallinger kam Danny König ins Spiel. Und ich kann es zu diesem Zeitpunkt schon vermerken, dass dies der letzte Einsatz von Danny König war. Denn er wurde am Dienstag aus dem Vertrag mit der Union Eckes Röbach-Berg entlassen. Für die Vereinsführung hat er nicht die nötigen Leistungen gebracht, hat eher für Unruhe in der Mannschaft gesorgt. Und um weiteren Schaden zu vermeiden, hat man sich zu diesem Schritt entschlossen. Ja, unter den Zuschauern auch der Trainer der letzten Jahre, Franz Lanzersdorfer. Das war überhaupt nicht gesehen. Ja, wieder eine umstrittene Situation. Der Kameramann hat es als Ballspielen von Horst Auer gesehen. Leider hat es Freistoß für Wels gegeben, ein schöner Freistoß, der aber Gott sei Dank am Tor vorbeigegangen ist. Und hier die Betreuer-Ecke der Welser, Trainer Klaus Lindenberger und Assistent Walter Koch, zwei ehemalige Profis. Beide mit internationaler Erfahrung und Klaus Lindenberger mit Teamerfahrung. Ja, und leider in der 81. Spielminute dann zur Überraschung aller, als alle schon mit einem 0:0 gerechnet haben, das 1:0 für Eintracht Wels. Ein Glücksschuss, wie er selbst sogar am Abend dann erzählte. Wir sehen diesen Führungstreffer von Eintracht Wels nochmals in der Zeitlupe. Er hat den Ball mit dem Außenriss getroffen und er ist sehr steil heruntergefallen. Für den Torhüter praktisch nicht erreichbar. Man darf ihm bei dieser
Szene keine Schuld geben. Ja, Trainer Gerd Engleder war natürlich nicht zufrieden mit dem Spielverlauf. Es ist nicht leicht für ihn in dieser Situation. In der Mannschaft ist zum Teil auch etwas Verunsicherung. Und hier eine gelbe Karte für den Torschützen Bernhard Pfister nach diesem Foul an Horst Auer. Ja, wenn Ihnen der Name Pfister bekannt vorkommt, er ist ein Spieler aus Deutschland, der bei Vorwärts Steyr in der österreichischen Bundesliga gespielt hat und jetzt bei Eintracht Wels sein Geld verdient, im wahrsten Sinne des Wortes, ist ein Profi. Jetzt hat der Schiedsrichter weiterspielen lassen, kein Foulspiel. Unsere Verteidigung war zu diesem Zeitpunkt schon etwas offen. Stefan Hartl nimmt diesen Ball an und krönt seine sehr gute Leistung mit dem 2:0 in der 88. Spielminute. Ja, leider. Es war zwar verdient, das Ergebnis für Eintracht Wels, wenn man den Spielverlauf sieht. Aber wenn man 80 Minuten ein 0:0 halten kann, dann hofft man halt schon auf einen Spielausgang mit einem Unentschieden und einem Punkt, der für unsere Mannschaft so dringend notwendig gewesen wäre. Und dann pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab. Eintracht Wels hat zum zweiten Mal ein Pflichtspiel in Rohrbach absolviert. Zum zweiten Mal hat es einen 2:0-Sieg für Eintracht Wels gegeben. Herr Lindenberger, haben Sie erwartet, dass es wieder so eine klare Sache wird für Ihre Mannschaft? Oder haben Sie Rohrbach Stärke erwartet? Rohrbach war ein sehr, sehr starker Gegner, vor allem von der kämpferischen Seite her. Aber wir haben einfach gewusst, dass wir stärker sind, dass wir sicherlich die bessere Mannschaft haben. Ob wir es dann im Endeffekt umsetzen können, das ist immer, oder wird das Spiel meistens zeigen. Aber ich glaube, aufgrund der zweiten Halbzeit ist der Sieg sicherlich verdient und vor allem deshalb, weil wir wollten gewinnen. Also wir haben im Kopf dann in der Halbzeit noch gesagt, Burschen, wir müssen im Kopf uns umdenken, wir müssen einfach dieses Spiel gewinnen, wir können es gewinnen. Und dadurch ist also auch der Druck entstanden und letzten Endes war es eine Frage der Zeit, wann das entscheidende und erlösende Tor fällt. Rohrbach Berg ist ja mit dem heutigen Spiel wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden oder spätestens mit dem heutigen Spiel. Wie sehen Sie die Perspektiven für Rohrbach? Sie haben ja die Mannschaft sicherlich vorher auch schon mal gesehen. Kann sich Rohrbach in der Regionalliga Mitte holen oder nach der spielerischen Leistung vom heutigen Tag oder wo müsste man die Hebel ansetzen, damit man in dieser Klasse bestehen kann? Gut, es steht mir noch nicht zu, also über Rohrbach zu urteilen. Ich kann nur so viel sagen, dass wir auch dieselben Erfahrungen im vorigen Jahr gemacht haben, dass es einfach eine Klasse höher ist als die Landesliga. Das Tempo ist schneller, die technischen Möglichkeiten der Spieler sind einfach viel höher als in der Landesliga. Die läuferische Komponente ist höher und da muss man sich erst anpassen. Aber ich glaube, dass Rohrbach also sicherlich die Qualität haben müsste, um in dieser Liga zu bestehen. Und dann im nächsten Jahr wird es sicherlich einfacher sein mit der einen oder anderen Verstärkung. Ja, also der mich nicht kennt, ich bin also 41 Mal in der österreichischen Nationalmannschaft habe ich gespielt, habe über 500 Bundesligaspiele beim LASK, beim damaligen FC Linz oder bei Swarovski Tirol gehabt, habe dort Trainer wie Ernst Happel gehabt und bin also zweimal Meister, einmal Cupsieger geworden und bin jetzt seit, drei Jahren bei Sparkasse Eintracht Wels. Habe also ein zweites berufliches Standbein mit einem Immobilien-, also Realitätenbüro, mit einer Hausverwaltung dabei und eine Firma, die sich also Fast and Clean nennt, wo also Reinigungsservice betrieben wird. Also meine Zeit ist ziemlich voll ausgelastet, aber das macht mir Spaß. Aber natürlich der größte Spaß ist nach wie vor der Fußball und ich bin also Gott sei Dank in der Lage, also körperlich noch fit zu sein. Und das spricht also sicherlich auch dafür, dass wir also mit dem Copa Pelé-Team noch sehr, sehr viele Spiele haben. Wir sind also Vize-Weltmeister mit den Senioren geworden. Also es waren ereignisreiche letzte Jahre und ich hoffe also, dass wir noch heuer den Sprung schaffen in die zweite Division und dann geht der ganze Stress wieder von vorne los.
ist das Ziel eines Profitrainers erstrebenswert oder auch oder eines Profispielers, oder sollte sich die Jugend, vor allem wenn sie am Sprung zur Kampfmannschaft ist, auch auf andere Ebenen konzentrieren? Ja, ich glaube, man sollte also sicherlich ein berufliches Standbein haben. Das ist keine Frage, die Schule erfolgreich absolvieren. Aber ich möchte also die Zeit als Fußballprofi sicherlich nicht missen, denn ich habe wunderschöne Zeiten erlebt. Ich war praktisch überall auf der Welt, habe also sehr, sehr viel gesehen. Aber natürlich ist es ein sehr hartes Stück Arbeit, um eben dorthin zu kommen. Und ich kann also wirklich nur jedem empfehlen, diesen Weg, wenn er die Qualität, wenn er die Klasse oder wenn er die technischen Möglichkeiten hat, eben diesen Weg einzuschlagen. Und er wird es sicherlich nicht bereuen. Und wenn man also sieht, welche Möglichkeiten heute im Fußball oder durch den Fußball entstehen, ich glaube, dann kann man also sicherlich noch die eine oder andere Möglichkeit ausschöpfen, also mehr zu trainieren, intensiver zu trainieren. Und jeder hat es also selber in der Hand, diesen Weg sich zu ebnen. Und es bestehen, und die Meinung habe ich einfach, in Österreich sehr, sehr viele Möglichkeiten, auch gute Fußballprofis zu haben. Und wenn man sieht, also welche Spieler in Deutschland von Österreich also wirklich gute Figur machen, also wir brauchen den österreichischen Fußball, wenn wir uns nach vorne entwickeln und weiterarbeiten, also sicherlich nicht bange sein. Eine abschließende Frage: Was waren für Sie die schönsten Momente im Fußball? An was erinnern Sie sich besonders gerne zurück? Ja, sicher die beiden Meistertitel, die Zeit mit Swarovski Tirol in Innsbruck und Ernst Happel. Sicher auch der Cupsieg, der also sehr, sehr schwer erkämpft war. Die Weltmeisterschaftsteilnahme 1990 in Italien, das also für mich ein Megaspektakel war. Und wo also ich persönlich eine sehr gute Leistung geboten habe. Und man erinnert sich dann an so einzelne Spiele, wenn man vor 70.000, 80.000 Zuschauern spielt und eine gute Leistung bietet. Diese Spiele bleiben in Erinnerung. Und national gesehen, glaube ich, war die Zeit also mit dem LASK sicherlich eine sehr, sehr schöne. Erfolgreicher war leider Gottes die in Innsbruck. Aber auch diese Zeit war also von den Möglichkeiten, von der Kameradschaft her, von der Mannschaft her und von dem Umfeld her wirklich hundertprozentig in Ordnung. Herr Lindenberg, ich bedanke mich für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen mit Ihrer Mannschaft, mit Eintracht Wels, viel Erfolg in diesem Regionalliga-Jahr. Vielleicht gelingt Ihnen der Aufstieg in die zweite Division und vielleicht schafft es Wels sogar bis in die erste Division. Ried hat es vorgemacht, wer weiß, was noch herauskommen wird. Ja, danke für die Gratulationen und für diesen Hinweis, eigentlich für die nächste Zeit. Aber man muss noch sehr, sehr viel harte Arbeit leisten, um eben dorthin zu kommen. Aber wir sind am besten Weg dazu, meine Mannschaft. Aber ich kann also nur auf diesem Weg auch Urbach wirklich alles Gute wünschen. Sicherlich werden auch andere Zeiten, bessere Zeiten wiederkommen und das Potenzial und das Umfeld stimmt hier hundertprozentig. Okay, ich danke für das Gespräch. Wiederschauen. Nach diesem Interview mit Klaus Lindenberger kommen wir damit zu den Ergebnissen der 11. Runde in der Regionalliga Mitte. Eine Überraschung hat es in Villach gegeben mit dem 3:1-Sieg der Hausherren gegen Wolfsberger AC. Ebenfalls überraschend das 2:1 vom TSV Böller gegen Austria Klagenfurt. Dann im zweiten Oberösterreich-Derby hat es einen 2:0-Sieg von St. Florian gegen Union Esternberg gegeben. St. Florian hat in diesem Spiel praktisch damit genauso viele Tore geschossen als in den 9 Spielen vorher zusammen. Dann SAK Klagenfurt unterlag zu Hause dem SV Leibniz mit 0:3. ASK Volzberg besiegte knapp Feldkirchen mit 1:0 und Bleiburg und Gradkorn trennten sich mit einem 1:1 unentschieden. Eintracht Wels hat sich damit in der Tabelle abgesetzt, hat jetzt 26 Punkte, liegt 4 Punkte vor Wolfsberger AC und ASK Volzberg. Rohrbach-Berg ist an die 12. Stelle zurückgerutscht, hat aber trotz allem noch alle Chancen, über dem Strich zu bleiben. Wie es so aussieht zu diesem Zeitpunkt, befinden sich 7 Mannschaften im Kampf gegen den Abstieg. Zwischen Villach SV und SV Bleiburg sind nur 4 Punkte Differenz. Und damit kommen wir zur Terminvorschau. Das restliche Herbstprogramm bei der Ecke ist Rohrbach-Berg. Am nächsten Samstag, am Nationalfeiertag, spielt Rohrbach-Berg auswärts beim Villach SV. Ein Punkt dort wäre es schon sehr wichtig. Hoffen wir es, dass Rohrbach-Berg wieder einmal punkten kann. Gerade gegen einen unmittelbaren Konkurrenten wären Punkte ja dringend notwendig. Die restlichen Meisterschaftsspiele finden dann zu Hause statt. Am 2. November um 14 Uhr das Spiel der 13. Runde gegen Wolfsberger AC und am 9. November das Nachtragsspiel aus der 5. Runde gegen ASK Volzberg. Merken Sie sich diese Termine vor und kommen Sie auf die Sportanlage der Union Rohrbach-Berg. Wir machen noch einen Sprung zur zweiten Mannschaft. Dieses spielt am
kommenden Sonntag um 14.30 Uhr auswärts ihr letztes Meisterschaftsspiel im Herbst gegen Union Julberg. So wie es derzeit aussieht, wird St. Martin Herbstmeister. Rohrbach liegt zurzeit an vierter Stelle, Julbach liegt an zweiter Stelle, ist die Torfabrik in dieser Klasse. Ja, und wir sehen einen Treffer aus dem letzten Meisterschaftsspiel. Rohrbach Berg besiegte Union Neufelden mit 2:0. Den ersten Treffer hat Christian Stalling erzielt und das zweite Tor Marc Atzgersdorfer. Hat sich leicht verletzt, konnte aber dann weitermachen. Wir sehen den Treffer nochmals. Also zu Hause ist die zweite Mannschaft eine Macht, nur auswärts hapert es etwas. Sehr verehrte Zuschauer, damit sind wir am Ende unserer heutigen Berichterstattung. Spätestens in zwei Wochen können Sie wieder ein Spiel in der Regionalliga Mitte sehen. Der nächste Gegner für Rohrbach Berg ist der Wolfsberger AC. Und ein Heimspiel hat Rohrbach Berg im Herbst noch auf dem Programm. Das ist am 9. November das Nachtragsspiel gegen ASK Volzberg. Also die Top-Mannschaften der Regionalliga Mitte sind noch in Rohrbach versammelt. Merken Sie sich diese Termine vor und kommen Sie auf die Rohrbacher Sportanlage. Damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen guten Abend und ich würde mich freuen, Sie nächsten Donnerstag beim Sport wieder begrüßen zu dürfen.